natürlich haben wir ganz viel Freiraum, weil wir spielen in der Luft. Und ich kann den Ton hier spielen, ich kann ihn auch hier spielen. Überall kommt der Klang raus. Ich muss mich, um genaue Töne zu spielen, limitieren. Und zwar tue ich das, indem ich mir eine unsichtbare Seite vorstelle, die von der Antenne gespannt ist bis zu meinem Schlüsselbein. Und auf dieser Seite kann ich spielen. Meine Atmung beeinflusst die Tonhöhe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ton halte und in meinen Brustkorb atme, wird der Ton höher. Wir haben also beim Theremin-Spielen eine spezielle Atemtechnik, die da heißt, am besten gar nicht atmen, aber wenn man atmen muss, dann in den Pausen und tief in die Flanken, das kennt man vom Singen, genau, tief, sodass die Lungen im Rückenbereich sich ausdehnen und halt nicht nach vorne. Bei dieser Hallo-Position nehmen wir die Finger zusammen und der Daumen und der Zeigefinger macht einen Kreis. Genau. Ich nenne das Position 1. Genau, die Finger sind zusammen. Position 1. Jetzt gehen wir zu der Guten-Tag-Position und wir lassen den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger und strecken nur die Finger aus. Genau. Das ist Position 8. Und der Grund, weshalb die so heißen, ist, weil die 1 der Grundton sein wird und die 8 die Oktave. Jetzt habe ich die Oktave in einer Hand. Und wenn ich meine Finger öffne, meine Hand öffne, kann ich innerhalb dieser Oktave alle Schritte der Tonleiter spielen. Wir machen mal Folgendes. Ihr malt jetzt mal was auf den Zettel, zum Beispiel sowas. Und vielleicht seid ihr auch noch kreativer und euch fallen noch andere Formen ein. Aber alles, was ihr denkt, was man auf dem Theremin spielen könnte. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel spielen würde. Moment, falsch. Wäre das sowas. Ich spiele euch jetzt mal eine Tonleiter vor. Oder mal so eine Passage. So klingt das ohne. Und wenn ich jetzt Einzelnoten hervorhebe, nur mit meinem Mittelfinger, dann haben wir so ein bisschen Prägnanz da drin. Genau. Das benutzt man, um da so ein paar Akzente drauf zu setzen. Also so grob diese drei Unterscheidungen gibt es da.